Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6. Erste Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Hessisches Ausführungsgesetz zum EID-Kartegesetz, zum Personalausweisgesetz und zum Passgesetz 203458. Das Gesetzentwurf wird eingebracht vom Innenminister. Staatsminister Peter Beuth, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Behörden Deutschlands sind nach dem Onlinezugangsgesetz verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsdienstleistungen elektronisch und medienbruchfrei über einen Portalverbund anzubieten. Der Zugang zu den elektronischen Verwaltungsdienstleistungen wird unter anderem durch einen elektronischen Identitätsnachweis möglich. Bislang sind aber nur der deutsche Personalausweis und der elektronische Aufenthaltstitel mit einer Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis, auch EID-Funktion oder Online-Ausweisfunktion genannt, ausgestattet. Der deutsche Personalausweis wird nur an Deutsche ausgegeben. Einen elektronischen Aufenthaltstitel bekommt nur, wer als Ausländerin oder Ausländer dem Aufenthaltsgesetz unterfällt und ein Aufenthaltsrecht hat. Um die EID-Funktion einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen, wird für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum, die nicht Deutsche sind, durch das EID-Kartengesetz eine Karte mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis eingeführt. Die EID-Karte ist kein Ausweispapier im klassischen Sinn, sondern eine einfache Chipkarte, auf der die wichtigsten Identifizierungsdaten, also insbesondere Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, gespeichert sind. Um die erforderlichen Rechtsgrundlagen für den Vollzug des EID-Gesetzes in Hessen zu schaffen, enthält der Entwurf der Landesregierung für das Hessische Ausführungsgesetz zum EID-Kartegesetz, zum Personalausweisgesetz und zum Passgesetz die drei folgenden Regelungen. Erstens die Bestimmung der zuständigen Behörde, nach dem EID-Kartegesetz eine datenschutzrechtliche Erlaubnis, die eine Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden in örtlichen Ordnungsbehördenbezirken erleichtert und eine Ermächtigung des Innenministers, die für den Abruf von Lichtbildern aus Pass- und Personalausweisregistern zuständige Polizeibehörde durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Meine Damen und Herren, neben der EID-Funktion, die zweite Regelung, die das Gesetz trifft, ist eine Erlaubnis zur Datenverarbeitung, die erforderlich sind, damit die Kommunen bei der Ausführung des EID-Kartegesetzes, des Personalausweisgesetzes und des Passgesetzes einen gemeinsamen örtlichen Ordnungsbezirk nach § 85 Absatz 2 HSVG bilden und auch im Übrigen auf der Grundlage des KGG zusammenarbeiten können. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen richten sich dabei nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und die dritte Regelung, die das Ausführungsgesetz trifft, ist notwendig, weil bislang eine landesrechtliche Ermächtigung zur Bestimmung der zuständigen Polizeibehörden für den zulässigen automatischen Abruf von Lichtbildern aus dem Pass- und Personalausweisregister zum Zweck der Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten fehlt. Genauso schwer, wie ich mich getan habe bei der korrekten Darstellung sämtlicher Gesetze, die betroffen sind, ist sozusagen auch der Kern und der Inhalt des Gesetzes. Ich freue mich auf die Beratung und freue mich auch, wenn wir hier einig dem bald zustimmen können. Danke. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir treten in die Debatte ein. Erster Redner ist der Kollege Thorsten Leveringhaus, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen, sehr geehrte Zuschauerinnen am Livestream! Der aktuelle Tagesordnungspunkt, der Minister hat es ja gerade bei der Einbringung gesagt, trägt den etwas sperrigen Titel Hessisches Ausführungsgesetz zum EID-Gesetz, zum Personalausweisgesetz und zum Passgesetz. Und wir bekommen ihn in der ersten Lesung. Und dieses Gesetz muss jedes Bundesland erlassen, um für das EID-Kartengesetz, was der Bund schon 2019 erlassen hat, bis Ende November oder bis Anfang November eine sachlich zuständige Behörde, das ist der wichtigste Punkt, im eigenen Bundesland zu benennen. Und Kern des Gesetzes ist es, dass eben Personen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraumes, die nicht unter die Regelung des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes fallen,
auch die Möglichkeit erhalten, mit einer Karte den elektronischen Identitätsnachweis zu nutzen. Und dabei handelt es sich nicht um einen Personalausweis oder wie schon geschrieben, sondern es wird eine einfache Chipkarte werden, auf der wichtige Merkmale eben wie Name, Geburtstag und Adresse abgespeichert werden. Dass wir diese Regelung treffen oder diese Karte bekommen, wird umso wichtiger, da wir ja bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes immer weiter vorankommen. Erst recht, wenn wir nicht so sehr auf dieses Jahr gucken, 2020, sondern auf 2022 und die Jahre danach. Und davon geht eben auch der Bundesgesetzgeber aus, denn für 2020 rechnet er noch mit 10.000 Anträgen für solche eine EID-Karte. Im Jahr 2022 rechnet er schon mit 235.000 Anträgen und fortlaufend so weiter. Und ja, ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass beim deutschen Personalausweis bei ganz vielen Menschen, leider den überwiegenden Teil der Menschen, diese Online-Funktion deaktiviert ist oder gar nicht aktiviert wurde. Und so ein bisschen reden wir da über ein Henne-Ei-Problem bei dieser Sache. Gibt es so wenig Menschen, die das nutzen, weil es kaum Anwendungen gibt? Oder gibt es kaum Anwendungen, weil es so wenig Menschen nutzen? Ich will jetzt aber keine Philosophiestunde machen, denn egal für welche Antwort Sie sich entscheiden, wenn wir jetzt diese Regelung treffen, wenn die EID-Karte eingeführt wird, vergrößern wir signifikant den NutzerInnenkreis für diesen elektronischen Identitätsnachweis, was sich dann auch wahrscheinlich positiv auf die Anwendungsseite auswirken wird. Und mit der angesprochenen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wird es auch für uns deutsche StaatsbürgerInnen zunehmend attraktiver, die Online-Funktion eben doch aktivieren zu lassen. Aber dieses Ausführungsgesetz bezieht sich ja nur mittelbar auf das OZG, sodass ich am Ende noch einmal zum Kern dieses Tagesordnungspunktes zurückkommen will. Wir starten in die erste Lesung eines Ausführungsgesetzes, welches nur die sachliche Umsetzung eines Bundesgesetzes in unserem Bundesland regelt. Das wurde in § 1 gemacht. Wir haben die Personalausweisbehörde dafür bestimmt. An Anliegen selber, dass möglichst viele Menschen diesen Identitätsnachweis nutzen können, gibt es aus unserer Sicht nicht zu kritisieren. Und wir freuen uns auf die Beratungen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen die rechte Redezeit schenken kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Leveringhaus. Das Wort hat der Abgeordnete Ulloth, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, wir befassen uns heute in erster Lesung mit dem EID-Kartegesetz, mit dem Personalausweisgesetz und dem Passgesetz. Es geht also hier darum, den elektronischen Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen anhand eines elektronischen Identitätsnachweises zu ermöglichen. Während, wie gesagt, der deutsche Personalausweis als auch der Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige eine solche Funktion bereits hat, ist das im Falle von Staatsangehörigen anderer EU-Mitgliedstaaten noch nicht der Fall, weil sie eben weder nach dem Personalausweisgesetz noch nach dem Aufenthaltsgesetz eben hier eine solche Funktion schon innehaben. Diese Lücke soll jetzt bei nichtdeutschen EU-Bürgerinnen und Bürgern über das EID-KG geschlossen werden und sie sollen künftig auch eine solche Funktion nutzen dürfen. Die Einführung der EID-Karte für nichtdeutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Europäischen Union ist selbstverständlich etwas, was unsere Fraktion positiv sieht, dass wir auch denen nun den Zugang zu diesen Verwaltungsdienstleistungen geben wollen in elektronischer Form, ist auch von zunehmender Bedeutung im Hinblick auf die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Der Kollege Leveringhaus hat es auch schon angesprochen, das ist im Wesentlichen natürlich jetzt zu erwarten, Ende 2022 mit dem Onlinezugangsgesetz, wo eben alle geeigneten Verwaltungsdienstleistungen auch tatsächlich von Bund und Land digital angeboten werden sollen. Aktuell, und das haben Sie auch gesagt, ist es allerdings so, dass wir mal bei denjenigen, die den deutschen Pass haben, uns schon mal fragen müssen, ob und inwieweit sie die potenziell schon seit Jahren vorhandene Funktion überhaupt haben freischalten lassen und wenn denn das geschehen ist, sie auch tatsächlich regelmäßig nutzen. Der E-Government Monitor 2019 gibt dazu aufschlussreiche und zugleich ernüchternde Informationen. Um es mal optimistisch zu formulieren, hat wohl eine Mehrheit der Menschen in Deutschland sich noch nicht abschließend in der Frage entschieden.
und insofern eine positive Erfahrung, eine aktive Vermarktung der Vorteile mag da möglicherweise diese neutrale Einstellung zu einer positiven wenden. Doch wie gesagt, spätestens ab Ende 2022 und im Onlinezugangsgesetz sollte es doch für alle deutlich attraktiver sein. Für die Ausstellung der EID-Karte und den weiteren Angelegenheiten nach dem EID-Kartegesetz haben wir in den Ländern eine sachlich zuständige Behörde zu bestimmen. Und nach dem Gesetzentwurf ist das bei uns oder soll das bei uns die Personalausweisbehörde sein, die auch im Hinblick auf die Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig sein soll. Dies entspricht auch dem Vorschlag des Bundesinnenministeriums vom Oktober 2018. Das hat ganz praktische Gründe, weil diese Behörde in der Tat schon die technische Infrastruktur hat und Erfahrungen in der Frage im Umgang mit der EID-Karte. Seit Ende 2018 fanden in Hessen Erörterungen zu dem Thema statt, an dem unter anderem auch die kommunalen Spitzenverbände tatsächlich auch einbezogen worden sind. Und im September wurde seitens des Hessischen Innenministeriums dann denen auch mitgeteilt, dass es sachgerecht wäre, die Personalausweisbehörde für zuständig zu erklären. Dies entspricht im Wesentlichen auch der Position des Hessischen Städtetages, der in der Tat auch eine andere Behörde dort genannt hat, und zwar die Ausländerbehörde, die durchaus auch in Frage gekommen wäre, auch mit dieser Karte schon Erfahrungen hat, hat aber dann deutlich dazu ausgeführt, dass Unionsbürgerinnen und Unionsbürger seit dem Wegfall der Freizügigkeitsbescheinigung bei den Ausländerbehörden nicht mehr vorstellig sein müssen und man insofern mit der Entscheidung der Personalausweisbehörde eine Behörde gewählt hat, wo man ohnehin hingehen muss, in die Richtung gehen muss zu den Meldebehörden, weil man sich ja weiterhin als Unionsbürgerin und Unionsbürger melderechtlich registrieren lassen muss. Insoweit hat man auf diese Weise einen Behördengang erspart und in dem Sinne ist das eine aus der Kundenorientierung heraus sinnvolle Entscheidung im Hinblick darauf, diese beiden Dienstleistungen im One-Step-Government durchzuführen. Sie entnehmen es dem Applaus. Die SPD-Fraktion folgt dieser Argumentation. Wir halten es in der Tat so, dass wir es auch für richtig halten, es bei den Personalausweisbehörden anzusiedeln, weil für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger das Aufenthaltsgesetz eben nicht das Maßgebende ist, sondern das Freizügigkeitsgesetz. Und insofern ist das auch die richtige Entscheidung aus unserer Sicht. Zum vorliegenden Gesetzentwurf fand auch eine Anhörung der Landesregierung statt. Diesbezüglich möchte ich nur ganz kurz auf die Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes eingehen. Es ist durchaus nachzuvollziehen, der Einwand bzw. die Sorge des HSGB in der Frage der finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen, wenn wir das über die Personalausweisbehörden umsetzen. Es muss dabei in der Tat auf eine ausreichende finanzielle Ausstattung im Sinne einer umfassenden Kostendeckung geachtet werden. Die Umsetzung wird mit Sicherheit zunächst einmal einen Mehraufwand in den Kommunen bedeuten, aber die gesteigerte Inanspruchnahme, die wir erwarten dürfen, wird sicherlich dann im nächsten Moment dann auch in allen Verwaltungsebenen zu Einsparungen führen. Die Frage der Kostendeckung ist aber letztendlich eine Frage der Gebührenhöhe und diese bleibt dem Verfahren zum Erlass des BMI nach 23.3 EIDKG vorbehalten. Da bedarf es nur der Zustimmung des Bundesrates. Ich komme zum Schluss. Wir wollen noch einmal deutlich anmerken, für uns darf das nicht auf Kosten der Kommunen gehen. Wir halten es aber richtig, dass man die Personalausweisbehörde gewählt hat, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in der Verwaltung. Wir hoffen dann, dass Ende 2022 tatsächlich das Onlinezugangsgesetz die EID-Karte für alle attraktiver macht. Daher werden wir zustimmen. Nicht zuletzt haben wir alle während der Corona-Pandemie auch erlebt, dass es durchaus sinnvoll ist, in diesem Bereich geeignete Dienstleistungen weitestmöglich kontaktlos und digital
erledigen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ulloth. Das Wort hat der Abg. Stefan Mülle, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mal sagen, es ist auch höchste Eisenbahn, dass wir heute den Gesetzentwurf vorgelegt bekommen. Denn am 20. November dieses Jahres ist die Einführung der EID-Karte, und bis dahin muss das alles beschlossen sein. Wenn ich jetzt bei diesem doch wegweisenden Gesetz noch eine schriftliche Anhörung beantragen würde und eine dritte Lesung beantragen würde, dann könnte das schon eng werden. Jetzt mag das Vertrauen groß gewesen sein, dass angesichts der doch eher überschaubaren Regelungswirkungen des Gesetzes das nicht passieren wird. Und ich will es auch nicht ankündigen, dass das passiert. Ich will nur sagen, es ist jetzt aber auch an der Zeit, das so zu machen. Ansonsten will ich nur, Herr Leveringhaus, darauf hinweisen, das ist kein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, hier ist das Problem, brauchen wir erst die Anwendungsmöglichkeiten oder erst den Pass? Relativ klar. Wenn wir die Anwendungsmöglichkeiten haben, werden es die Bürgerinnen und Bürger auch nutzen. Die sind aber aus der Privatwirtschaft häufig wesentlich intuitivere Angebote gewöhnt. Und da sind noch erhebliche Defizite im gesamten Bereich des Onlinezugangsgesetzes. Wir müssen die Angebote der Verwaltung, der digitalen Verwaltung, so ausgestalten, dass sie einfach und praktikabel nutzbar sind. Und dann werden sie auch genutzt, und dann wird auch sowohl der Smart Perso als auch die EID-Karte am Ende genutzt werden. Deswegen bin ich relativ überzeugt, dass es kein Henne-Ei-Problem ist, sondern dass hier endlich mehr Schwung und mehr Dynamik in die Anwendung des OZG kommen muss. Der Terminhinweis auf Ende 2022 ist das Enddatum. Bis dann muss es da sein. Das heißt aber nicht, dass vorher die Angebote nicht schon geschaffen werden können. Deswegen würden wir uns wünschen, dass man einfach da mit mehr Dynamik, mit mehr Einsatz reingeht, auch wenn es mitunter schwierig ist, die Strukturen und Prozesse innerhalb der Verwaltung so umzugestalten, dass es dann auch anwendbar ist. Aber das ist der entscheidende Punkt. Meine Damen und Herren, wir haben hier in der Tat eine Überschneidung von europapolitischen Aspekten. Wir wollen den EU-Bürgern den Zugang eröffnen, aber auch den Deutschen, die im Ausland leben. Wir werden das Gesetz natürlich auch unterstützen, weil es in die richtige Richtung geht. Wir unterstützen alles, was einer digitaleren Verwaltung, einer effektiveren Verwaltung Rechnung trägt. Deswegen würden wir uns auch die Anhörungsunterlagen noch einmal anschauen aus der Regierungsanhörung. Aber ich denke, dass wir hier am Ende in der Tat zu einem einheitlichen Abstimmungsergebnis kommen werden bei diesem Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat der Abg. Frank Steinrath, CDU-Fraktion. Bitte sehr, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Hessen wird digitaler. Digitaler, um den Bürgerinnen und Bürgern unseres Bundeslandes entgegenzukommen, wenn es darum geht, Zeit, Geld zu sparen und eventuell nervige Behördengänge zu vereinfachen. Bis 2022 müssen alle Behörden in Hessen nach dem Onlinezugangsgesetz die Möglichkeit zur Online-Bearbeitung und Einreichung von Anträgen durch Bürger ermöglichen. Das heißt, sie können bequem von zu Hause aus, z.B. auf der Couch, mit dem Laptop, Tablet oder Handy Dokumente einreichen, ihren Pass bestellen und vieles mehr. Das entlastet die Bürgerinnen und Bürger, und das entlastet auch die Behörden und deren Mitarbeiter. Eine Entlastung, die wir bereits 2014 ermöglicht haben, indem Bürger von zu Hause aus bereits Unterlagen gesichert an die Behörden senden konnten, ist ja schon mal ein kleiner Anfang gewesen, aber jetzt geht es richtig digital los. Ich erinnere auch hier an das Förderprogramm Starke Heimat Hessen, was gerade dafür greift und den Prozess entsprechend unterstützt. Es hilft unseren Kommunen gerade auf der Kreis-, Stadt- und Gemeindeebene bei der Digitalisierung. Wir lassen unsere Kommunen und die Verwaltung nicht im Stich, wenn es um so ein großes Projekt geht. Sie erhalten von uns umfassende Unterstützung, und hierfür sind auch bis 2024 20 Millionen Euro, die wir da entsprechend zugeben wollen. Der Schwerpunkt hier ist die Vernetzung zwischen Verwaltung und Rathäusern. Und Vernetzung ist für diesen Gesetzentwurf der Landesregierung auch das Schlagwort. Denn mit diesem Gesetz wird die Zuständigkeit aus dem Personalausweis und dem Passgesetz in der Personalausweisbehörde zusammengelegt.
Der Datenaustausch, z. B. bei einem Umzug oder einer behördlichen Nachfrage, wird somit schneller. Die Behörde stellt aber nicht nur die Ausweise aus. Auch können somit Ordnungswidrigkeiten rund um die Ausweisangelegenheiten besser kontrolliert und eventuell geahndet werden. Ebenso kann die Polizei im Fall einer Verkehrsordnungswidrigkeit auf die Daten zugreifen. Das erleichtert den Behörden eine schnellere Bearbeitung der Fälle und auch entsprechend natürlich auch mit einem gewissen Wumms, wie es ja heute so neudeutsch heißt, dass wir einfach der Bevölkerung zeigen, dass man Dinge schneller regeln kann. Der zentrale Baustein für diese Datenübertragung ist der Datenspeicher der EID, also der elektronischen Identität. Er speichert alle wichtigen und nötigen Informationen über die Identität einer Person, wie Name, Geburtsdatum und Anschrift. Damit können sich Bürger von zu Hause aus ausweisen, sparen somit den Gang auf die Behörde oder ins Rathaus. Wichtig, die EID wird auf freiwilliger Basis ausgestellt. Es ist keiner gezwungen, diese auch scharf schalten zu lassen. Ist so. Bisher verfügten die Personalausweise von deutschen Staatsbürgern sowohl die Ausweise von Ausländern mit Aufenthaltsrecht über diesen Chip. Nun soll die Möglichkeit eines EID-Chips auch einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden, nämlich für EU-Bürger und Bürger aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Wir wollen das Land Hessen somit noch stärker zum Dienstleister machen und verbessern daher unser Serviceangebot. Jeder, der es nutzen möchte, kann dies tun. Es ist freiwillig. Wie bisher kann man aber auch aufs Amt gehen und sich dort stundenlang hinsetzen und warten. Die Möglichkeit zur Nutzung von unterwegs sein Handy als mobiles Bürgeramt zu nutzen, egal wo er gerade ist, soll gerade auch auf dem Land die Lebensqualität erhöhen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befürworten diese Änderung, da sie den Bürgerinnen und Bürgern deutlich entgegenkommt und die Verwaltung und die Digitalisierung vereinfachen. Das wird den Behörden die Arbeit erleichtern, und die Ausweitung der EID soll ja bis zum 1. November 2020 erfolgen. Wir machen den Weg für die Zukunft frei, und ich bitte daher um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Ich habe die Zeit auch etwas verkürzt, weil es geht ja gleich in die Mittagspause. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Steinhardt. Ja, setzt das Ding auf. Das nächste Redner ist der Kollege Walter Wissenbach, AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es noch kürzer. Es ist alles gesagt worden, was zu sagen war. Digitalisierung geht nur, wie der Kollege Müller schon sagte, eigentlich zu langsam. Wer ein elektronisches Anwaltspostfach hat, genießt es. Wer Online-Banking hat, genießt es. Wir alle haben Krankenkassenkarten mit dem Chip, die das Ausfüllen langer Formulare ersparen. Am besten gestern. Die AfD-Fraktion wird selbstverständlich auch zustimmen. Danke. Vielen Dank, Kollege Wissenbach. Hast du gerade gemeldet? Das war gut so. Gut, dann haben wir keine Wortmeldung mehr. Die Debatte ist beendet. Und wir überweisen den Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.